In diesem Video erkläre ich dir ganz genau und kurz und knapp, was ein Aktiensplit ist und welche Auswirkungen der Aktiensplit bei Amazon auf die Amazon-Aktie hat. Du hast die Meldung vielleicht auch schon gehört, die Amazon-Aktie wird gesplittet und ich habe auf Instagram wirklich viele Fragen bekommen, ob man die Amazon-Aktie jetzt noch schnell kaufen sollte oder eben doch lieber auf den Aktiensplit an sich schon warten sollte. Was genau muss man überhaupt bei einem Aktiensplit beachten und wie läuft das ab, wenn man die Amazon-Aktie jetzt schon im Depot hat? All diese Fragen beantworte ich dir in diesem Video und am Ende des Videos erzähle ich dir auch noch eine News bei der Amazon-Aktie, die mich tatsächlich viel, viel mehr gefreut hat als der Aktiensplit an sich. Und damit fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Warum macht Amazon überhaupt einen Aktiensplit? Der Kurs von Amazon ist in den letzten Jahrzehnten extrem stark gestiegen. Vielleicht kennst du diesen Moment, wenn du die Amazon-Aktie zum ersten Mal entdeckt hast und dir direkt der Gedanke aufkommt, die Aktie ist aber mal richtig teuer. Dabei ist sie erst einmal nur optisch gesehen teuer. Die Aktie kann trotzdem günstig sein. Mehr zu diesem Thema aber gleich. Der Hauptgrund für einen Aktiensplit ist also immer, dass der Kurs optisch wieder günstiger wird und die Aktie somit leichter zu handeln ist. 3.000 Euro wirkt viel, viel teurer als 150 Euro pro Aktie, oder? Es gibt bei Amazon aber tatsächlich einen weiteren wichtigen Grund, warum der Aktiensplit eben wichtig sein könnte. Damit Amazon in den Dow Jones aufsteigt, muss dieser Schritt sowieso passieren, da sich die Punkteberechnung des Dow Jones immer noch an Aktienpreisen orientiert, also er ein preisgewichteter Index ist. Was international unüblich ist, kommen Unternehmen mit höheren Aktienkursen nicht in diesen Index. Sie müssen ihre Aktie erst splitten, so wie es Apple vor dem Dow-Aufstieg eben praktiziert hat. Bislang widerstand Amazon den Verlockungen einer DAO-Mitgliedschaft, aber jetzt haben sie den Schritt zum Aktiensplit eben gemacht. Was bedeutet dieser Split jetzt eigentlich konkret und was passiert eigentlich, wenn ich diese Aktie im Depot habe? Naja, für eine Amazon-Aktie gibt es in Zukunft 20 Amazon-Aktien. Der Preis pro Aktie reduziert sich damit auf 132 Euro. Aktuell steht die Aktie noch bei ca. 2.700 Euro und wie du siehst, wirkt sich der niedrige Kurs rein optisch schon sehr, sehr gut aus. Jetzt kommen wir zur Frage, ist der Aktiensplit also nur eine rein optische Sache? Naja, nicht ganz. Also die Aktie wird in Zukunft zwar erstmal nur optisch günstiger, aber genau das zieht wiederum mehr Anleger an. Der bislang hohe Preis bei der Amazon-Aktie hat eben viele Anleger abgeschreckt. Es sind also indirekte Maßnahmen, die sich dann aber wiederum positiv auf den Kurs von Amazon auswirken können. Es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die diesen Effekt nach Aktiensplits untersucht haben und kamen tatsächlich zu dem Fazit, dass gesplittete Aktien kurzfristig besser laufen als der Gesamtmarkt. Die Kursreaktion folgt allerdings meistens unmittelbar nach der Ankündigung, was bei der Amazon-Aktie ja schon passiert war. Die Aktie stieg um ca. 7% bei Ankündigung des Aktiensplits. Die nächste Frage ist, Amazon-Aktie jetzt noch kaufen oder nach dem Split? Diese Frage habe ich sehr oft auf Instagram gestellt bekommen und naja, jetzt noch schnell in Amazon investieren oder doch noch abwarten, bis der Split ausgeführt worden ist. Ganz ehrlich, langfristig wird das keinen riesigen Unterschied machen. Ich kann dir hier natürlich nur meine Meinung mitgeben und bitte dich, aber selbst die Entscheidung zu treffen. Ich finde die Amazon-Aktie aktuell sehr kaufenswert und mein Investment-Case ist intakt. Ich habe die Aktie aber auch schon seit Ende 2016, 2017. Ich persönlich würde jetzt nicht auf diesen Split abwarten, aber du musst natürlich selbst die Aktie bewerten und schauen, ob der Preis des Unternehmens für dich passt. Denn der Split hat hier keine direkte Auswirkung auf das Unternehmen an sich oder auf dein Investment-Case, wenn du Schwierigkeiten hast, Aktien selbst zu analysieren und zu einem Schluss zu kommen, dann lade ich dich gerne zu einem kostenlosen Strategiegespräch ein auf www.mxrode.com. Trage dich dort gerne ein und wir hören uns bald. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Kann jedes Unternehmen seine Aktien splitten? Im Prinzip kann das tatsächlich jedes Unternehmen machen. Tesla oder Apple beispielsweise haben ihre Aktien auch gesplittet und die Kurse wurden eben optisch wieder günstiger. Und in diesem Beispiel von diesen beiden Aktien hat es einen sehr positiven Einfluss auf die Aktien. Übrigens Alphabet bzw. Google splittet ihre Aktie auch zeitnah. Mich persönlich freut das, weil man diese Aktie dann wieder leichter kaufen kann. Muss ich jetzt etwas tun, wenn ich die Amazon-Aktie im Depot habe?
Nein, die Anpassung in deinem Depot passiert nämlich automatisch. Für eine Amazon-Aktie wirst du 20 Aktien bekommen. Deine investierte Summe verändert sich dadurch nicht. Ein Fun Fact ist, die teuerste Aktie der Welt, die noch nie gesplittet worden ist, ist die Berkshire Hathaway A-Aktie. Die Aktie wurde eben noch nie gesplittet, aber auch hier gibt es mittlerweile eine bessere Alternative, die Berkshire B-Aktie für ca. 300 Euro, wo die A-Aktie jetzt aktuell bei ca. 400.000 US-Dollar steht. Und ja, in den meisten Fällen kaufen Leute diese Aktie eben nicht, weil die halt sehr, sehr schwer handelbar ist und die B-Aktie eben viel, viel praktischer ist zu kaufen. Ein letzter Punkt am Ende, der mich tatsächlich nochmals mehr gefreut hat als der Aktiensplit an sich, sind die angekündigten Aktienrückkäufe von Amazon. Amazon hat einen Aktienrückkauf von 10 Milliarden Dollar geplant und eben angekündigt. Ich meine, genug Geld haben sie ja auf jeden Fall dafür. Und Aktienrückkäufe pushen den Aktienkurs auch nochmal und sorgt dafür, dass der Anteil an frei verfügbaren Aktien eben geringer wird. Wenn du willst, dass ich zum Thema Aktienrückkäufe mal ein Video mache, schreibe es gerne unten in die Kommentare. Und lass gerne einen Daumen nach oben da. Jetzt weißt du, wie sich der Aktiensplit bei Amazon auswirkt und wie du dich dementsprechend verhalten kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und drücke auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Hier auf meinem YouTube-Kanal gibt es jede Woche 3 neue Videos zum Thema Aktien und Aktienmarkt. Und hier zeige ich dir eben, wie du Schritt für Schritt lernen kannst, am Aktienmarkt erfolgreich anzulegen. Und bei allen, die mich schon abonniert haben, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hören uns und sehen uns im nächsten Video.